Gude und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy hier im Büro Nummer 16, meinem Blind Run mit dem Haus Ravenclaw. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir haben, wie ihr seht, Herbst mittlerweile im Schloss und ich habe euch ja versprochen, dass wir in dieser Folge reingehen in den Schulalltag. Aber davor werden wir Folgendes machen. Erstmal in den Raum der Wünsche zurückkehren. Geheimräume. Raum der Wünsche. Wir haben nämlich Dinge zum Erforschen gefunden. Kleidungsstücke. Und wir können den Enduros-Zauber machen. Ne? Dann kann man gerade wieder reingehen hier. Zack. So, und dann müssen wir an den Webstuhl. Nee, nicht Webstuhl. Im Moment brauche ich ihn für nichts. Hä? Waren wir schon hier? Habe ich das jetzt irgendwie vergessen oder so? Okay, okay. Dann Dip-Tam-Blätter bitte. 3 Minuten. Interagieren. Ah, okay. Okay, das heißt, wir sind hier am Laufen und dann werden wir auch gerne wieder raus. Danke. Astronomieturm, please. Könnt gern mal einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich sehr drüber freuen. So. Jetzt. Gut, dann Aufträge. Gehen wir rein. Tierwesen, besessene Hausmeister. Das könnte man eigentlich als erstes machen, ne? Das sind ja richtig viele Trollpopel. Ich glaube, wir arbeiten uns jetzt erstmal hier durch. Das kriegen wir hin mit dem Besen, ne? Erstmal Flugunterricht. Alright. Hier geht's runter. Wahnsinn. Nach unten. Ich frage mich, wo die Figur immer hinguckt. Wollen wir mal zur Seite? Visiert er dann was an oder? Herbst. Es ist einfach Herbst. Ah, ne, ich muss runter. Ah. Waren wir hier schon? Ja, waren wir. Hat uns das Licht ein bisschen einen Streich gespielt? Aber einer der Kristallkugeln. Irgendwie kommen wir der Sache nicht näher. Jetzt müsste es aber so sein. Genau. Jetzt sind wir nämlich. In meiner Familie. Ach, guck mal. In den Ferien im Moor Quidditch zu spielen.
Meine Familie und ich verreisen jeden Sommer. Ich will unbedingt nach. Das ist ja wild. Das ist ja wild. So, wo muss ich denn hin? Jetzt mal wirklich. Wo muss ich hin? Oh nee, wir haben hier keine... Ich habe hier keine Punkte, ne? Okay. Wir nehmen gleich den Besen, den wir abgecratet haben in der letzten Folge. Zack. Jetzt machen wir Metas. Und dann laden wir wieder den Balken auf. Für Top Speed. Okay. Ich würde gerne, genau. Sind es die Ballons? Hier ist ja richtig was los. In Hogsmeade. Muss ich einfach nur kaputt fliegen, oder was? Ist ja auch. Also, ich sag's ja immer wieder. Das Spiel ist einfach schön. Das sind Skin für die Ballons und Quidditch-Feld. Let's go. Und runter. Sturzflug. Volle Kanne. Und wieder hochziehen. Ach, guck mal, hier gibt's auch ein Tor. Okay. Kommen wir da auch rein oder ist es verschlossen? Krass. Rebellio. Das ist so ein Tor im Tor. Ja, tatsächlich. Ja, krass. Gut, dann können wir hier. Können wir. Ich würde auch. Ab ins Quidditch-Stadion, Freunde. Das sind die blauen Balloons. Zack. Ist ja jetzt nicht so eine krasse Aufgabe, ne? Aber wir haben ja auch krasse Sachen hinter uns. Ein bisschen Entspannung, ein bisschen Schulalltag. So, wo ist da?
kriegen einen Zauberspruch, glaube ich. Großartig. Ja. Dann kehren wir zurück von unserem Flugunterricht zu unserer Fluglehrerin. Wie kommen Sie mit den Aufgaben zurecht? Sehr gut, Ma'am. Sehr gut. Erledigt. Madame Kogawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Korrekt. Ich fliege ja auch schon illegale Rennen. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Falls Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun? Da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glacius. Klar. Achten Sie auf Ihren Zauberstab. Glacius. Er friert bestimmt Dinge ein, oder? Sehr gut. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben, ehe Sie ihn auf die Welt loslassen. Ach, guck mal. Das ist mein Battle. Glacius. Friert Gegner ein und erhöht den Schaden, den durch Folgeangriffe erleidet. Habe ich noch einen Talentpunkt? Wir hatten doch einen Skill. Ich würde den tatsächlich... Glacius! Na bitte! Uiuiui. Hört sie Radio? Glacius! Aber üben Sie nur weiter. Kinästhetik ist ein effektives Lernmittel. Kinästhetik, okay. Gut, das hätten wir abgehakt, oder? Gut. Also, erste Unterrichtsstunde, check. Zweite Unterrichtsstunde, Tierwesen. Professor Horwin. Wir können was einsammeln, glaube ich. Hier bei Talenten. Ja. Abgeschlossen. Was ist denn das? Können wir das dann Sammlung? Ah, den habe ich ja geholt. Nachttänzerbesen. Ach, das ist ein neuer. Alright, got it. Neuen Besen freigeschaltet. So, und da laufen wir hoch. Dann haben wir Tierwesenunterricht. Magische Tierwesen. Vielleicht auch wichtig, um an Rohstoffe zu kommen und das Vivarium im Raum der Wünsche zu bauen. Sind wir mal gespannt. Du hast maßgeblich zu Dankensruf beigetragen. Dankensruf? Ist wohl gerade eine Unterrichtsstunde vorbei. Willkommen allerseits. Ah, Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting. Würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen?
Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy. Poppy Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf. Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Ja, Professor. Hier, du kannst an Gerald üben. Achte bloß auf seine Zunge. So, was? Du kannst meine Bürste benutzen. Okay. Sei sanft. Oh, und denk an was Schönes. Ich stell mir gern vor, dass es ihm dann noch mehr Spaß macht. Okay, wir brauchen wieder ein neues Set, oder was? Ich will aber das Set gar nicht verändern. Es geht gar nicht. Okay. Wie schön. Er fühlt sich sicher viel wohler. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Na sicher dat. Machen wir doch. Was denkst du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt? Ich hoffe nach Süßigkeiten. Gerald mag dich. Da bin ich mir ganz sicher. Das freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Das ist er. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Und Reinlichkeit. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Ein gefährliches. Und bitte, seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Die Kniesel? Komm schon, die Kniesel sind hier drüben. Ah, Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Blödes Vieh. Was in Bernies Namen machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Persephone. Das ist echt nicht lustig. Los, komm. Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine Hilfe. Machen wir weiter. Füttere und bürste die Kniesel so, wie du es bei Gerald getan hast. Alright. Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Genau wie ich. Aha. Es scheint, unsere Zeit ist abgelaufen. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Nun, wo ist denn unser Neuzugang? Ah, da sind Sie ja. Ich würde Sie gerne sprechen. Oh, kriegen wir jetzt Hausaufgaben auf, oder was? Hallo, Professor. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Chillig. Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte. Bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben sie übrigens gut gemacht.
Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Bilderan. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer zur Rechenschaft ziehen. Das Ministerium vielleicht. Hm. Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Okay, das bedeutet was? Selbststudium? Hier drüben! Ich kann dich sehen. Brauchst du etwas, Poppy? Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orkiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur zusehen und nichts tun. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Jetzt bin ich neugierig. Nun gut, geh voran. Das hatte ich gehofft. Übrigens nicht nachmachen zu Hause. Nicht jemanden, den man gerade kennengelernt hat, mit in den Wald folgen. Du bist bisher der Erste. Wirklich? Tja, danke, schätze ich. Wie gesagt, wir sind uns ähnlich. Das hat mich überrascht. Hoffentlich ist es nicht Aragog. Richtig easy. Was für ein Wetter. Findest du mich auch? Poppy, wohin bringst du mich? Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Mondstein. Ist gut für unseren Raum der Wünsche. Keine Sorge, wir sind fast da. Es ist gleich da vorne. Zeig es mir. Bleib zurück. Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. Ich wusste es. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Yum, yum, yum. Und weg ist es. Und? Was hältst du von Wolkenschwinge? Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen? Könnte gut sein. Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein Wildererproblem. Ich befürchte, sie könnten sie erneut einfangen. Und dann bin ich vielleicht nicht da.
Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen, aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Das klingt seltsam. Als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Das ist eine gute Idee. Wissen ist Macht. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du wirkst unbeirrt. Erzählst du mir, was du herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Uiuiui. So, magische Tierwesen. Auch check. Revelio. Ist hier irgendwas, wo wir noch einsammeln können? Vielleicht? Ja. Was? So, dann, was ist das? Ach. Oh nee. Ist doch verdächtig, dass hier geschaufelt wurde. Ach, guck mal, hier sind noch Pilze. Die haben wir auch für irgendwas gebraucht. So, jetzt, wo bin ich denn hingelaufen? Ah ja, hier sind wir. Genau. Perfekt. Da ist die Brücke. Got it. So, hier wird schon wieder dunkel. Wir checken jetzt mal, also erstmal Sammlung Tierwesen, ne? Okay, wir haben jetzt hier einige. Was bist du für ein süßes Fupa? Ah ja, doch, das hatten wir schon. Ein Deary Crawl. Es sind plumpe, flauschige Vögel, die nicht fliegen können. Sie haben eine... Dodos. Die Muggel glauben mir doch, dass sie ausgestorben sind. Ach, what the heck. Alright. Gut. So, dann... Das war einmal zu viel. Aufträge... Gehen wir in Beschaffe und teste. Aber wo? Beschaffe und teste eine Alraune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Was haben wir hier? Sammel Trollpopel. Ja, und wo kriege ich den her? Also das ist ja jetzt hier ein bisschen... Versuchen wir uns da dran. Vollpopel. Wir hatten hier welche. Ähm.
welche am Fluss. Machen wir uns auf die Suche. Da war ein krasser Flusstroll hier vorne. War aber ein Stückchen weg. Ach, das sind die Leute, die malen hier. Bodenstein nehme ich immer mit. Gar kein Problem. Sammeln wir ein bisschen Rohstoffe. War auf jeden Fall am Fluss, sonst wäre es ja kein Flusstroll. Ne? Klar, ergibt Sinn. Okay. Weiter. Ich glaube, hier war das. Ach, guck mal hier, das sind die Kumus. Da ist er doch. Alright, wahrscheinlich kriege ich jetzt übelst auf. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Oha. Okay. Ja. War super. So, wo kriege ich diesen Popel her? Der ist ja doppelt so stark wie ich. Aha! Krasser Checkpoint. Danke für nix. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Das habe ich nicht verstanden. Die letzte war, glaube ich, verbuggt. Ja, und jetzt? Wer hier wohl wohnt? Da passiert nichts mehr. Verstehe ich nicht. Confringo! Vielleicht muss ich das da drüben auch machen. Komisch. Habe ich nicht verstanden. Revelio. Das ist irgendein magischer Gegenstand. Impulso. Expelliarmus. Glacio. Das ist alles nix. Perfekt. Revelio.
What the fuck? Inferni müssen mit Feuerzaubern getroffen werden, um für sie andere Angriffe verwundbar zu machen. Okay. Confringo! Enteliama! Confringo! Grazio! Das escalated quickly. Halbe Walking Dead hier anscheinend. Confringo! Irgendwie wild. Rebellion. Und keiner von denen hatte eine Trollpopel am Start. Was war das jetzt? Also was hat das jetzt gebracht? Nicht. Gut. Check. Ich glaube, wir machen eine andere Aufgabe. Wir fliegen jetzt auf jeden Fall hier zu der Professor Garlic. Und los geht's. Ein 31er Troll schaffe ich nicht. Ich war two-hit einfach. Two-hit. Können wir die reparieren eigentlich? Ich denke, Sie sind bereit für Arresto Momentum, den Verlangsamungszauber. Damit frieren Sie Objekte oder Personen in der Luft ein. Erledigen Sie einfach ein paar Aufgaben und kommen Sie dann zu mir. Alright. Reparo. Lumos Reparo. Ja. Getulso! Quatsch. Repar. Ja, es gibt noch nicht mal Loot, oder was? Das ist ja wirklich... Excellium. Wirklich. Nicht befriedigend. So. Wir haben a long way to go. Wir halten aber immer noch mal so ein Beschaff und Teste. Ach so. Ja, ich glaube, da raucht es einfach grün raus. Wild. Ich brauche keine Schlafmittel. Servus. Zentrales Tal von Hauptholz. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Sehr gut. Bisschen Money. Caution Trolls. Ja, ja. Puh.
Wir machen Folgendes. Wir gucken, ob wir die... was ist hier los? Von Inferni gesammelte Essenz. Zusatz für Donnerbräu. Okay. Das haben wir auch. Was haben wir hier? Achso, das ist ein neuer Feintyp. Obwohl immun gegen die meisten Schadensarten, erträgt Inferni keine Wärme oder Licht und sind daher anfällig für Feuer. Nach Verbrennung entfalten andere Angriffe volle Wirkung auf den Infernius, was andere Möglichkeiten zur Zerstörung dieser Scheusale bietet. Der bevorstehende Angriff eines brennenden Infernius bietet die perfekte Möglichkeit für explosive Kräfte wie Bombarda. Ja. Alright, so, und was haben wir hier noch? Ja. Donnergebräu. Okay. Ich wollte aber eigentlich wo ganz anders hin. Ich wollte nach Hogsmeade. Please. Dann gehen wir nämlich hier hin. Nicht zur Zaubertränke, sondern hier oben die magische Rübe. Dann, reisen bitte. Kein Wegpunkt. Dann gucken wir, ob wir das kaufen können, was Professor Garlic von uns haben möchte. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Mal schön die Hecke schneiden. Zack. So. Willkommen, immer herein. Venemosa Tentacula. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Aber wo soll ich die denn finden? Das ist halt... Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Haben wir auf der Karte Pilze? Haben wir die irgendwie eingezeichnet? Nee. Das ist so eine Sache, das habe ich noch nicht verstanden. Moment. Warten. Ah, okay. Auch gut. Pilze, ich suche Pilze. Die Frage ist, ob ich das aufdecke. Ja, ich glaube eher, dass ich das durch Erkunden aufdecke. What's this? Kampfarena. Rollversteck. Okay. Da wird immer mehr ein Schuh draus jetzt. Ich würde gerne da hoch. Aber ich habe immer noch kein Pilzsymbol gefunden. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Ist das auch in Hogwarts vielleicht? Nee. Dann Weltkarte. Was ist das? Alter Ort der Macht. Also ich will ja nichts sagen, ne? Also Pilze habe ich noch gar nicht entdeckt. Pilze.
Merlins Prüfung. Also irgendwie schwierig. Schwierig. Ich bin jetzt ein bisschen ratlos. Kann ich das überhaupt schon machen? Naja, ich mache mir mal Gedanken bis zur nächsten Folge. Wir machen hier einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo unterstützt mich sehr. Vielen Dank dafür schon mal. Ansonsten kann ich nur sagen, lasst es euch gut gehen. Tschüss.